Warst du mit drin in der Besprechung jetzt gerade noch? Ich war in der Kabine. Und du durftest dich schon rausschleichen und die Spieler noch nicht? Nee, die Spieler, also die Coaches sind auch schon fertig. Nach so einem Spiel kann man nicht viel direkt danach sagen. Weil es noch zu kompliziert war, woran es gelegen hat oder um die Spieler nicht einzuschüchtern? Nein, es ist ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis jetzt, was wir nicht gut gemacht haben. Das ist ähnlich wie im letzten Spiel. Basketball ist ja jetzt nichts Kompliziertes, ist vielleicht komplex, aber nicht kompliziert. Und es gibt bestimmte Dinge, die uns stark gemacht haben in den letzten Wochen. Das ist eine gute Verteidigung, das sind das Kontrollieren von den Brettern, das sind einfache Dinge im Angriff. Und von diesen Dingen haben wir einfach zu wenige gemacht in den beiden letzten Spielen. Und deswegen kommt man sehr schwer ins Spiel. Hinzu kommt, dass dann eine Mannschaft, die jetzt momentan im Abstiegskampf steckt, natürlich kein Selbstvertrauen hat, aber auch nichts zu verlieren hat. Und dann treffen die halt vier Dinge auch mit Brett. Und sofort ist diese Mannschaft dann im Spiel in der ersten Halbzeit. Und dann wird es sehr, sehr schwierig zurückzukommen, weil diese Verkrampfungen, die man am Anfang normalerweise hier in der Halle hat als Gast, die sind dann weg. Und die Mannschaft spielt dann halt locker auf. Und das hat uns heute, ist uns sehr, sehr schwer gefallen, dann überhaupt ins Spiel zurückzukommen. Und natürlich ist dann auch ein bisschen Krampf auf unserer Seite mit dazu. Und ja, dann hatten wir ein, zwei kleine Chancen, wieder wirklich das Spiel zu biegen. Und das ist uns dann nicht gelungen. Glaubst du, dass die heftige Niederlage in Saragossa der Mannschaft noch so ein bisschen im Kopf rumgespukt ist? Weil der Start war ja jetzt auch nicht ganz so gut. 15 zu 28, habt ihr das erste Viertel verloren? Ja, also so ein Spiel in Saragossa, man hat ja vielleicht im Hinspiel nicht ganz sehen können, wie gut diese Mannschaft eigentlich ist. Es ist eine sehr, sehr gut eingespielte Mannschaft, die sehr intelligent gespielt hat, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Und mit 25, also zu verlieren ist sowieso nicht gut, aber dann auswärts mit 25 Punkten zu verlieren und irgendwie gar keine Chance zu haben, ins Spiel zu kommen, das verunsichert natürlich ein bisschen und man nimmt sich dann fürs nächste Spiel sehr viel vor und man hat das, glaube ich, gerade am Anfang gesehen, dass wir da nicht so spielen konnten, wie wir eigentlich gespielt haben, also nicht so befreit spielen konnten und ja, über das Spiel habe ich ja jetzt schon viel gesagt. Trotzdem nochmal die Frage von mir, wenn man sich die Zahlen anguckt, ihr hattet 16 Würfe mehr als Bremerhaven, etwas weniger Turnover, kann man von einer verdienten Niederlage am Ende sprechen? Ja, wenn man verloren hat, dann ist es eigentlich zu fast 100% immer so, dass man verdient verloren hat. Aber heute, klar, wir haben nicht unser Spiel gespielt, also von Anfang an nicht. Und die Bremerhaven haben sehr, sehr hart gespielt und haben halt alles getan, was man halt tun muss, um so ein Spiel zu gewinnen. Dazu gehören auch die wildesten Würfe zu treffen in der ersten Halbzeit. Und deswegen, ja klar, es ist dann verdient verloren von unserer Seite aus. Wir haben uns in den letzten Wochen oft hier getroffen zum Fan-Talk und hatten eine sehr euphorische Stimmung, weil ihr Gegner mit 20 aus der Halle geblasen habt und es waren namhafte Gegner. Jetzt heute Abend sind wir alle ein bisschen geknickt, aber im Prinzip ja eigentlich darauf vorbereitet, weil es hieß ja immer, diese Mannschaft müsse sich finden. Wie weit ist die deiner Meinung nach bei dem Findungsprozess und tut dann im Nachhinein vielleicht so einen Dämpfer hier zu Hause auch mal ganz gut? Ja, die letzten Wochen waren natürlich für die Spieler erstmal, obwohl die das, glaube ich, nicht ganz so wahrnehmen. Mehr für die Zuschauer waren einfach grandios, muss man sagen. Also wir haben angefangen mit dem ersten Spiel hier gegen Bamberg, dann über die ganzen anderen Spiele, dann die Bayern, was eine exzellente Stimmung, eine unfassbare Atmosphäre hier war. Und das ist schon sehr, sehr viel, glaube ich. Und das sind, ich glaube, ein paar Schritte zu viel gewesen, die wir am Anfang so gemacht haben. Wir haben in den Spielen nicht alles richtig gemacht, das haben wir immer gesagt. Wenn man natürlich mit 20 Punkten gewinnt, dann nimmt man von außen das eher so wahr. Und es gibt noch viele Dinge, die wir verbessern können in unserem Spiel. Und in solchen Spielen wie jetzt am Mittwoch in Saragossa. Und heute sieht man das natürlich mehr. Und wir müssen da weiter dran arbeiten. Die Jungs trainieren gut, das ist wichtig. Und sowas wird sich immer auszahlen über einen langen Zeitraum. Und ja, man sagt ja immer, dass Niederlagen helfen können. Die letzte hat jetzt nicht geholfen, aber wir müssen trotzdem an unserem Weg weiterarbeiten. Und dann werden wir auch genauso wieder spielen, wie wir es in den letzten Wochen getan haben. Lass uns mal über eine Personalie sprechen. Uroš Sloka hat ja nur einen befristeten Vertrag, der, glaube ich, gegen Trier ausläuft. Gibt es die Möglichkeit, ihn irgendwie zu behalten für den Rest der Saison? Gibt es Überlegungen von eurer Seite? Nein, wir haben uns ja bewusst für einen Weg entschieden dieses Jahr. Also vor der Saison oder schon während der letzten Saison, dass wir den Weg gerade mit den jüngeren Spielern gehen. Und dazu gehört auch, dass Jonas, der vielleicht in den letzten Spielen nicht ganz so glücklich ausgesehen hat, dass er durch diese Löcher geht und trotzdem halt auch die Spielzeit bekommt.
Und wir wollen keinen, jetzt nicht falsch verstehen, aber keinen zusätzlichen Ausländer. Also jetzt momentan ist das der Stand. Jonas muss diese Zeit auch bekommen, sich weiter zu entwickeln. Und das war auch ganz, ganz wichtig, als wir den Spieler als Ersatz gesucht haben für Leon, dass das kein Spieler ist, der vielleicht total talentiert hat, sehr viel Potenzial hat, mehr aber auf sich guckt. Und bei Uroš sieht man, glaube ich, dass es ein Teamspieler ist, dass er genau seine Rolle vom ersten Tag an verstanden hat und im Training eher einem Jonas hilft, als dass er ihm was wegnimmt. Und dann wird Leon wieder zurückkommen, hoffentlich schon im nächsten Spiel. Und dann sind wir eigentlich wieder komplett und sehr gut aufgestellt. Du hast eine tolle Mannschaft zusammengestellt mit super Jungs. Manche davon kannte man davor noch gar nicht. Wie ist das mit so einem Uroš Sloka? Du hast den vermutlich schon länger gekannt. Ist der dann schon so in irgendeinem Hefter in deinem Büro? Steht der da schon? Und falls mal irgendwie Not am Mann wäre, dann könnte man auf den zurückgreifen? Na, das war jetzt ein bisschen Glück, dass er gerade verfügbar war. Ein Uroš Sloka, ich kann mich immer, das waren unsere Lieblingsspiele in der Nationalmannschaft gegen Slowenien. Wir haben uns ja immer die Handballer genannt. Aber nee, das waren immer Spiele, sehr harte Spiele gegen sehr gut ausgebildete Spieler. Dafür stehen halt Slowenien. Und, wir begrüßen Livon Kendall hier bei uns auf der Bühne. Und Uroš hat in den letzten Jahren auf höchstem Niveau in Europa gespielt, hatte die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen Probleme mit den Teams, in denen er gespielt hat, aber ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der uns genau zu so einem Zeitpunkt auch noch körperlich in guter Verfassung nach der EM war. Und deswegen war das gut, dass er gerade frei verfügbar war. Wir reden gleich noch über kommenden Donnerstag, dafür bist du auch natürlich der richtige Ansprechpartner und jetzt Jakob mit Livon. Livon, we already talked about the game, but tell us, what was the reason in your eyes? Why did you lose this game? Well, they got off to a good start. Give them a lot of credit. They made some really tough shots in the first half, and I mean, we let them score too many points in the first half. It was really the biggest difference. After that, they had a good rhythm, and we tried to turn it up and come back, but by then it was too late. So the defense was a problem today? Yeah, I mean, I don't think our defense was so bad, but they made a lot of really tough shots, especially in the first half. You know, they, I think, made five or six banks, and you know, they were making lots of tough shots. So give them credit. Also, Livon betont nochmal, dass die Wurfauswahl bei Bremerhaven noch extrem gut war, dass sie in der ersten Halbzeit auch sehr viel Glück teilweise hatten bei ihren Würfen, die sie mit Brettern getroffen haben. Aber er sagt auch, man muss das sehr respektieren und die dafür auch loben, wie die heute gespielt haben. Ansonsten bei Alba in der Defensive, vor allem in der ersten Halbzeit, das Problem. What did the coach tell you in the locker room after the game? Was he very angry? No, you know, he said that we just need to, you know, forget about it, and it's not the end of the world. We need to refocus, and you know, life goes on, and we have to get ready to come back to practice on Monday, and we have another important game in the Euro Cup on Thursday. So learn from it and move on. Also, ja genau. Das, ich bin mit dem Übersetzer da nochmal. Also im Prinzip ist nicht das Ende der Welt und das Spiel muss jetzt schnell aus den Köpfen raus. Am Montag wird wieder trainiert und das nächste Spiel steht halt schon, das wisst ihr, in der Schmelinghalle an am kommenden Donnerstag. How is the feeling to play a game, a home court game in a different arena? I don't know, we'll have to see. I haven't done it yet, so I can't say, but I'm sure it's going to be great. But how important is it to know the baskets, to know maybe the locker room, the arena? Is it important? No, not too much. Obviously we play half our games away from home in gyms that we don't know, so it's nothing new for us, and I'm sure we'll probably practice there the day before, or at least the day of the game, just to get an idea, but I don't think as long as we have our fans there, then it shouldn't make too much difference. Also, ihr seid wichtig, ihr sagt, solange die Fans da sind, macht es keinen großen Unterschied. Sie werden einen Tag vorher sicherlich dort nochmal trainieren, sagt er. Und ansonsten sind sowieso die Hälfte der Spiele immer alles Auswärtsspiele. Also er scheint sich da keinen großen Kopf zu machen. Eine Halle, wo du auch definitiv deinen Stempel hinterlassen hast. Was kannst du Livon erzählen über die Magie der Max-Schmeling-Halle? Ja, ich glaube, das kann man nicht so zusammenfassen. Es waren ja doch einige Jahre, die wir dort verbracht haben. Ich kann mich an das erste Training erinnern, was wir da hatten. Das war kurz vor dem ersten Heimspiel, was dann da gespielt werden sollte. Pesic war ja damals Trainer, waren Bauarbeiter mit Helm noch in der Halle und einer mit einer Flex durchgegangen und eigentlich konnte man eh nichts sehen, weil überall Nebel war und es total kalt war. Und dann natürlich über die ganzen auch schönen Momente, die wir in der Halle hatten. Es waren ja einige, war natürlich eine super Halle zum Basketballspielen, aber ich glaube, dass wir hier sehr glücklich sein können, dass wir jetzt hier sind. Und ist das so dann wirklich entscheidend, dass man die Körbe, dass man das Umfeld so kennt, oder kommt es dann nur darauf an, dass man da warm empfangen wird von den Leuten, die halt da sind?
Ja, man sagt ja immer, wenn man ein bisschen so die Körbe kennt, dass man sich dann wohler fühlt. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr alle zahlreich kommt und alle denken, dass wir in unserem Wohnzimmer sind. Und so soll sich das für die Spieler auch anfühlen, dass sie nicht so viel über den Parkettboden und den Korb so großartig nachdenken können. Leider, es weiß Livon noch gar nicht, findet am Tag vorher das Volleyballspiel statt. Also wir werden nicht einen Tag vorher trainieren können, sondern nur am Vormittag in die Halle gehen können. Und ja, aber das soll, wie gesagt, jetzt nicht das Problem sein. Heißt das dann trainingsfrei für Livon am Vorabend oder muss er woanders trainieren? Nein, nein, wir trainieren in unserem Trainingszentrum natürlich. Livon, last question. I've read you drive by bike to the training, is it right? Yeah, if it's not too wet or cold, then you know, some days I take my bike. Why? Yeah, die Fahrradfraktion. I don't know, I love riding my bike. It's better for the environment and it's much better than coffee in the morning, so. And not dangerous in Berlin? No, I don't think so. I mean, I've been riding my bike to school since I was maybe 7 years old. So I'm used to driving in the cars, and you know, as long as you're careful, then it's fine. I need to buy some lights, though. Okay, also mit dem Fahrrad ist es aus seiner Sicht nicht so gefährlich. Macht er schon sehr lange, ist den Verkehr gewöhnt und fährt sehr gerne, wenn es nicht zu kalt und nicht zu nass ist. Livon Kendall mag das Fahrradfahren. Herzlichen Dank für euren Besuch. Dankeschön. Wir freuen uns auf Donnerstag. Danke, Mita Demirel. Danke, Livon Kendall. Vielen Dank.